Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider und ich bin von New York Game Blizzards Hobby. Und ja, wir spielen auf Twitch Obsession und haben jetzt endlich mal einen Auftrag zu Ende gebracht. Nach der ganzen Sammelaktion, die wir hier hatten. Und ja, wir haben hier unten, sehe ich gerade, haben wir noch ein Wandgemälde plus eine Truhe. Achso, wollte gerade sagen, was poltert hier so? Das ist meine Waschmaschine im Hintergrund. Aber wir sind gerade hier in der Nähe, also gehen wir erstmal hier zu diesen Monolithen und dann vielleicht hier zu dem Dokument. Mal schauen. Und dann können wir vielleicht, wenn wir das dann mal alles haben, den See absuchen. Und dann vielleicht auch mal auf die andere Seite gehen. So, dann lesen wir mal. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Aha. Irgendwo da. Sehr wahrscheinlich ist das Wasser so tief. Keller, man sieht echt viel. Da haben wir es doch. Das Wasser ist wohl so tief, dass es hier sich, sage ich jetzt mal, abschichtet? Nee. Oben ist so gesehen süßhaltiges Wasser und unten drunter so gesehen nicht süßes Wasser. Keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Hallo? Sechs Stück. Und hier haben wir noch mehr. Sehr schön. Das können wir gebrauchen, das gibt Geld. Nur schön, dass man so viel sieht. F4 war das, glaube ich. Jupp. Aber kein Erz irgendwo, wie es aussieht. Mhm. Wir machen das Ganze jetzt gerade nochmal. Okay. Hier ist so an sich wohl nichts mehr. Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich nicht. Das ist kein Holz zum Mitnehmen. So, dann gehen wir jetzt mal hier ins Wasser. Achso. Ich weiß gar nicht, wie viel isst man denn, wenn man das einmal zu sich nimmt?
Man sieht aber auch wirklich nicht viel hier unten. Oh, da unten haben wir doch was am Blinken. Sehr schön. Hier oben ist aber sonst nichts. Aber hier müssen wir gerade mal hin. Aber hier liegt doch was. Ein Brief und eine Tasche. Tagebuchseite. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Okay, interessant, auf jeden Fall. So, hier haben wir noch eine Tasche. Mal gucken, was wir jetzt schon wieder alles sehen auf der Karte. Hier haben wir noch ein neues und da haben wir noch ein neues. Sonst da, wo wir waren, ist nichts Neues. Okay. Wir haben wenigstens etwas. Oh, immer drei Stück kostet das. Oh, dahin haben wir Erz. Sehr schön. Da schwimmen wir jetzt einfach mal drauf zu. Na, wenigstens können wir so ein bisschen was sehen, wenn wir schon keinen Überlebensinstinkt haben. So, das heißt, hier irgendwo in der Ecke soll doch dann der auch Dings sein. Hier sind wir. Ah, stimmt. Was haben wir hier? Hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Okay. Komisch, hatten wir nicht vorhin auch schon mal so eine vollbusige Göttin oder sowas, die doch die Sterne und den Mond und die Sonne gebar und sowas? Jetzt heißt es hier, dieser Viracocha hätte das alles erschaffen. Hm, was stimmt denn jetzt von der Geschichte her? So, das haben wir voll. Dahin haben wir das Überlebensversteck. Und sonst haben wir wohl nichts weiter hier in dem Wasser zu finden. Außer ein paar Pflänzchen. So, hier leuchtet auch noch was.
Und hier geht's rein. Stimmt, die Truhe, die wir ja auf der Karte gesehen haben, die müsste ja hier irgendwo sein. Da haben wir sie. Und schnell wieder raus hier. Ein Handbohrer. Huch. Das wollte ich jetzt nicht. Wie schließe ich das nochmal? Wo ist hier schließen? Die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin, dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war. Ein aztekisches Neujahrsfest, an dem 5 Tage lang gefastet, Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden. Ach, wie schön. Der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch Geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer, das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte. Oh, alles klar. Dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein. Seine Rillen weisen keinerlei Blutspuren auf. Ganz toll. Ein schönes Fest mit Aderlassen. So, ich nehme jetzt mal an, hier war es das jetzt auch mal. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder ans Land und holen uns jetzt noch das eine Versteck. Dann können wir, glaube ich, mal auf die andere Seite der Stadt. So, ich glaube, das war irgendwo hier oben, oder? Irgendwie links von mir. Dort oben wahrscheinlich. Geradeaus. Okay. Entschuldigung. Oh, fett. Dankeschön. Schon dran vorbei. Okay. So, wunderbar. Das heißt, jetzt sind wir hier eigentlich soweit fertig, oder? Wir haben ja noch so ein Turmspringen-Dings da. Ich glaube, da fehlt uns, glaube ich, auch nur noch eins. Und das war's dann hier auf der Seite. Das hier kommt später dran. Wir müssen sowieso noch wieder hier hoch, glaube ich, später. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier mal langsam auf die andere Seite. Mal ein bisschen was Neues sehen. Und hoffen, dass da dieses eine Haken-Ding noch ist, was uns noch fehlt. So, einmal auf die andere Seite. Was hat er hier zu sagen? Kalambil, uishetail unurato. Mahashnatsi kabajignal, leu akbatelilo balam. Mantats kachtan ujiliko joksal. Wajambash kusholal. Zokole minanu chaikob otsilil. Hier gibt's Tomaten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, Halluzinogen brauche ich wieder. Und hier haben wir ein Wandgemälde.
Oh, es gab aber viele Prozente. Ein Darstellung der Herkunft eines Anführers. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion. Ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Aha. Ein Kind. In welcher Höhle beim Wasserfall? Gibt's hier eine Höhle bei dem Wasserfall? Ich habe da keine gefunden gehabt. Oder bei dem Wasserfall, aber... Hä? Interessant. So, schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier haben wir einen Töpfchen. Hier sind wir vorhin hochgekommen, sind alles aber... voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hat er geradeaus gegangen, dann gehen wir jetzt hier lang. Ich muss doch in jede Ecke mal gehen, um zu wissen, ob es da was zum Ausbuddeln gibt oder nicht. So, hier haben wir jetzt alles, oder? Gab's da was? Achso. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir haben eine Höhle, wo wir noch nicht rein können. Kondorfedern. Oh. Noch eine geheime Tasche. Was sehen wir jetzt schon wieder alles neu? Direkt neben mir das Dokument. Hinten noch über... Okay, da waren wir noch nicht. Gut, hier ist nichts Neues. Meine Güte, hier gibt es echt so viel zum Einsammeln. Was erzählt uns dieser Brief? Eldorado! Dieses spanische Dokument erzählt eine der vielen Geschichten über Eldorado, die goldene Stadt. Als die ersten Erkundungsschiffe der Spanier mit Frachträumen voller Gold zurückkehrten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und die Geschichten wurden bei jeder Nacherzählung immer weiter ausgeschmückt. Diese Gerüchte über eine goldene Stadt führten zu zahllosen Expeditionen in die neue Welt. Traurigerweise ja. Auf die Kosten der Ureinwohner. So, was haben wir denn hier? Ein Chaki-Takla. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Cool. Ach hey, hier lag hier noch was, stimmt. Kann ich mich daran erinnern, wie wir vorbeigelaufen sind mit der Königin? Ein Hilfsgesuch. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Was haben die denn gemacht, ey? Drecksäcke. Hier flöten sie auf jeden Fall alle wie verrückt herum.
Okay, hier ist aber nichts. Hier lässt sich nichts finden. Genau, und von hier sind wir hier dann nach rechts. Okay, alles klar. Aber hier lässt sich wenigstens ein bisschen überschaubarer alles der Reihe nach durchschauen. Achso, hier war ich ja schon. Gut, dann gehen wir jetzt noch ein Stückchen höher. So, ich sehe schon, wir müssten eigentlich schon wieder einen Aufnahmestopp machen. Wir sind schon wieder über die 20 Minuten drüber. Das geht immer so schnell, wenn man spielt. So schnell will man eigentlich gar nicht aufhören zu spielen. Okay, auf die andere Seite geht's gar nicht. So, hier geht's nochmal hoch. Okay, das heben wir uns als Sonderpunkt, als Eselsbrücke. Oh nee, okay, hier waren wir schon. Okay, dann können wir es ja schon mal direkt aufmachen. Das machen wir jetzt noch und dann ist der Teil zu Ende. Was haben wir hier? Leder. Haut. Hm. Ein schöner Mülleimer. Oh. Noch ein Relikt. Konserviert Lebensmittelhöhe. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Gefriertrocknen? Wie machen die das denn? Oh, zweimal Schwarzpulver. So, mehr haben wir hier drin, glaube ich, nicht. Direkt daneben ist das Überlebensversteck. Okay, dann machen wir ab hier einen Stopp. Das war Shadow of the Tomb Raider mit etwas erfolgreicheren Einsammeln als vorher. Das liegt daran, weil es hier viel übersichtlicher ist. Hier gibt es nicht so viele Wege. Das geht einfach nur links und rechts und dann jeweils immer eine Etage weiter höher. Das ist echt leichter als gegenüber auf der Seite des Flusses. Und ja, auf tödliche Obsession spielen wir. Ich bin von New York Gameplays als Hobby und ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays und später bei den Let's Plays. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu bei mir seid, dann herzlich willkommen. Auch ein Abo. Auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß auf YouTube und auf meiner Seite. Bis dann. Tschüss.